Du hörst mir irgendwie nie zu. Wie bitte? Meine Damen und Herren Geschworenen, die Beweislage ist sozusagen eindeutig. Was denn? Ich habe eigentlich gerade mit was anderem beschäftigt. Was ist denn? Hast du irgendwie meine Schokolade gesehen? Ich weiß eigentlich gar nicht, wovon du redest. Ich hatte noch eine halbe Tafel und jetzt ist sie irgendwie weg. Ich habe eigentlich seit Wochen keine Schokolade mehr gegessen. Bist du irgendwie auf Diät? Nee, aber ich versuche eigentlich auf Zucker zu verzichten. Krass. Das könnte ich irgendwie nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht. Gerade vor einer halben Stunde eine halbe Tafel Schokolade gegessen. Ja, ich wollte es eigentlich nicht, aber ich bin eben auch nur ein Mensch. Das war irgendwie nicht nett. Ja, tut mir leid, aber ich kann eigentlich gar nichts dafür. Das überrascht mich irgendwie nicht. Weil du weißt, dass eine unbeaufsichtigte Schokolade eigentlich allgemein gut ist? Nein, weil du immer irgendwie eine Ausrede parat hast. Ja, weil ich auch eigentlich immer unschuldig bin. Irgendwie krass, oder? Digga, wer bist du denn? Ich bin deine innere Stimme, die dich quasi immer ablehnt. Ich dachte, ich hätte dich sozusagen irgendwie, keine Ahnung, stumm geschalten. Wünschst du dir? Aber ich bin quasi immer da und warte auf den richtigen Moment, um dich abzulenken. Okay, ja, was ist so krass? Ist dir mal aufgefallen, dass Hannah quasi in jedem Satz das Wort irgendwie verwendet? Irgendwie nicht, ne? Wenn es dir einmal aufgefallen ist, dann kannst du es quasi gar nicht mehr nicht hören. Pass auf. Du hörst mir irgendwie nie zu. Wie bitte? Beweislage. Ja, Damen und Herren Geschworenen, die Beweislage ist sozusagen eindeutig. Fantastisch. Was denn? Ich habe eigentlich gerade mit was anderem beschäftigt. Was ist denn? Hast du irgendwie meine Schokolade gesehen? Ich weiß eigentlich gar nicht, wovon du redest. Ich hatte noch eine halbe Tafel und jetzt ist sie irgendwie weg. Ich habe eigentlich seit Wochen keine Schokolade mehr gegessen. Bist du irgendwie auf Diät? Nee, aber ich versuche eigentlich auf Zucker zu verzichten. Krass, das könnte ich irgendwie nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht. Gerade vor einer halben Stunde eine halbe Tafel Schokolade gegessen. Ja, ich wollte es eigentlich nicht, aber ich bin eben auch nur ein Mensch. Das war irgendwie nicht nett. Ja, tut mir leid, aber ich kann eigentlich gar nichts dafür. Das überrascht mich irgendwie nicht. Weil du weißt, dass eine unbeaufsichtigte Schokolade eigentlich allgemein gut ist? Nein, weil du irgendwie immer eine Ausrede parat hast. Ja, weil ich auch eigentlich immer unschuldig bin. Siehst du? Irgendwie krass. Musste das sein? Ja. Das ist sozusagen nicht mehr zu überhören, jetzt wo man einmal drauf hingewiesen wurde. Es redet nervig oder man kann quasi gar nicht mehr richtig zuhören, aber ständig nur noch irgendwie hört. Kannst du das beim nächsten Mal vielleicht für dich behalten? Bitte. Vergiss es, ich werde jetzt die nächsten Wochen immer bei dir sein und dich quasi jedes Mal darauf hinweisen, wenn irgendwer irgendwie sagt... Ich hasse dich. Ich bin quasi ein Teil von dir. Dann hasse ich sozusagen mich selber, das ist fantastisch. Das ist quasi noch gar nichts. Ist dir mal aufgefallen, dass Yannick in jedem Satz eigentlich sagt? Eigentlich nicht, nee. Ich war eigentlich gerade mit was anderem beschäftigt. Was ist denn? Eigentlich keine Ahnung, was du meinst. Ich habe eigentlich seit Wochen keine Schokolade gegessen. Nee, ich versuche eigentlich auf Zucker zu verzichten. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich habe gerade vor einer halben Stunde eine halbe Tafel Schokolade verpasst. Ich wollte das eigentlich gar nicht, aber ich bin eben auch nur ein Mensch. Tut mir leid. Aber ich kann eigentlich nichts dafür. Weil du weißt, dass unbeaufsichtigte Schokolade eigentlich allgemein gut ist. Ja, doch nur, weil ich eigentlich immer unschuldig bin. Lass mal ein Like da, wenn ihr auch findet, dass anderen Leuten zuzuhören quasi ein Albtraum ist. Was hast du gesagt? Anderen zuzuhören Albtraum ist? Ich will, dass du fortwörtlich wiederholst, was du gerade gesagt hast. Lasst mal ein Like da, wenn ihr auch findet, dass anderen zuzuhören quasi... Du machst es auch. Ich mach was. Du benutzt quasi in jedem Satz quasi. Quasi? Sozusagen jedem einzelnen Satz. Ich bin die Stimme in deinem Kopf, die dich quasi immer ablehnt. Immer da und warte quasi immer noch auf den richtigen Moment, um dich abzulernen. Quasi in jedem Satz irgendwie sah. Kannst du es quasi nicht mehr nicht hören. Man kann quasi gar nicht mehr zu. Und quasi jedes Mal darauf hinweisen. Und quasi ein Teil von dir. Das ist quasi noch gar nichts. Zuzuhören ist quasi ein Albtraum. Was bedeutet quasi eigentlich? Ich weiß es quasi gar nicht. Das Wort quasi ist sozusagen genauso unnötig, wie überteuerte Sachen zu kaufen, obwohl man die viel günstiger auf kleine Zeit bekommt. Sozusagen? Ja, sozusagen. Die Beweislage ist sozusagen ein... Ich dachte, ich hätte dich sozusagen verdrängt. Wenn man das einmal gemerkt hat, ist es sozusagen unmöglich, das zu überhören. Das ist sozusagen gar nicht. Das ist also sozusagen mich selber. Super, klasse. Sozusagen jeder Einzelne. Sozusagen für viel günstiger auf kleiner Zeit. Georgia. Georgia! Manchmal habe ich das Gefühl, sie ist eigentlich gar nicht anwesend. Irgendwie krass, oder? Ich frage mich, was in ihrem Kopf abgeht. Aber bestimmt denkt sie darüber nach, ob irgendwem all die unnötigen Füllwörter aufgefallen sind, die wir in diesem Video hier verarbeitet haben. Schreibt mal in die Kommentare, welche Füllwörter euch so richtig nerven. Kennst du quasi Bingo? Tatsächlich nicht. Boah, das ist das beste Spiel in der Schule oder der Uni oder im Meeting. Man macht sich so ein Bingo-Board mit Füllwörtern und wer als erster die Reihe voll hat, der steht auf und ruft quasi Bingo. Mega geil.